Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind mal wieder bei meinem beliebten Kumpel Marius und machen diese Tür heute zu Ende, ne? Genau, hoffentlich. In den letzten zwei Folgen haben wir sie erst gestrahlt, geschnitten, ein Blech angefertigt, das Blech eingeschweißt und das Blech verschliffen. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt werden wir die beiden Ecken unten noch hart löten, um die zu verschließen und dann mit Weichlot alles verzinnen. Und dann sind wir eigentlich durch. Okay. Ecken hart löten war original auch so. Genau, also weil wir das Blech halt nicht in beide Richtungen, ja, wir können es halt nicht tief ziehen hier. Okay, wo ist prinzipiell der Unterschied zwischen Hart- und Weichlot? Sagt der Name schon. Also es ist halt viel härter, ist aber noch ein bisschen beliebter härter, als eine Schweißnaht. Härter heißt bei Raumtemperatur wieder. Ja, auch schon vom Material her. Mhm. Also das ist jetzt zum Beispiel Hartlot, das kannst du richtig gar nicht eindrücken und so weiter. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe selber in meinem Leben auch noch nie hart gelötet. Ich weiß, in deinem Audi sind aber zum Beispiel oben die Dachkanten an der Frontscheibe und so ist alles hart gelötet. Und ich weiß, als wir bei mir an der Einspritzgalerie mal nicht weitergekommen sind, da hat auch derjenige ein bisschen Hartlot. Ja, Weichlot ist halt ja, relativ weich. Wobei die meisten das wahrscheinlich eher unter dem Namen Verzinnen kennen. Ne? Ja, so? Zinn, wie auch immer. Zinn, genau. Und genau das machen wir doch. Ja, fangen wir an. Also wir machen erstmal Hartlot. Genau, wir stellen die Tür einmal hochkant. Gibt es da verschiedene Methoden? Ja, gibt, also du musst bei beiden Varianten, die wir jetzt gleich tun, auf jeden Fall das Material anätzen. Das werden wir für die Weichlotnaht mit einem externen Flussmittel tun. Kommen wir gleich noch zu. Da ist es jetzt einfach, der Mantel ist das Flussmittel. Der schmilzt dann zuerst weg, ätzt das Material ein bisschen an. Wenn genug Temperatur vorhanden ist, fängt das Hartlot an abzufließen von dem Stab. Und ich vermute, das Hartlot braucht auch viel, viel mehr Temperatur. Ja, als das Weichlot. Das ja, genau. Und es ist auch nicht ganz so gesund, deswegen die Finger jetzt bitte nicht mehr im Mund nehmen. Gut. Okay, dann stellen wir die einmal hin. Und fangen an. Was für Materialien kann man alles hart löten? Also Alu geht nicht und Edelstahl auch nicht. Im Prinzip ist es dann nur. Alle anderen Stahle. Genau, also nur Stahl. Stähle, ne? Stähle, glaube ich. Ja, Stähle. Das war es im Prinzip schon. Das war ja einfach eigentlich. Genau, jetzt muss halt das ganze Schwarze und das Dreckige wieder ab. Das ist jetzt nur der Überbleibsel vom Flussmittel. Und mit dem Brenner Weichlot ist wahrscheinlich viel zu heiß. Ist für unseren Fall zu heiß, es geht aber. Ich habe gleich nochmal was vorbereitet, dass wir es grundsätzlich einmal zeigen können. Wenn jetzt eine stabile und eine kleine Fläche oder eine mit vielen Kanten, die auf Temperatur stabil reagiert, kann man das damit auch tun. Für unsere Fläche habe ich aber Bedenken, dass wir das welliger machen, als es aktuell ist. Deswegen werden wir damit weniger Temperatur ran müssen und machen das mit dem Kolben. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit dem Verzinnen weiter. Okay, ich mache das einmal sauber. Okay, mach erstmal sauber und dann geht's weiter. Und jetzt sieht man auch wieder schön diese typische Farbe von dem Hartlot, ne? Ja, dieses goldige, messingfarbige, wie auch immer, ne? Genau. Ja. Sah eigentlich total einfach aus, ne? Ja, ist jetzt auch kein... Kann man hartlöten? Hätten wir das Material auch mit einem normalen Brenner oder so? Geht nicht, ne? Du brauchst schon richtig eine Acetylenflamme, ne? Genau, ist jetzt der Acetylensauerstoff. Das Gute an der Flamme ist, du hast relativ schnell viel Temperatur. Mit einem schwächeren Brenner, sag ich mal, machst du relativ viel das Umfeld warm. So, ne? Und überall da, wo Temperatur ist und das Flussmittel hinkommt, lötest du dann auch. Also wenn es dir runterläuft, dann hält das da dann auch. Dann musst du wieder wegschleifen und so weiter. Und so haben wir jetzt relativ punktuell relativ warm gemacht und auch dann nur dahin das Logo, was wir haben wollten. Ne? Okay. Die Schweißnaht an sich sauber machen, habe ich im Vorfeld schon getan.
Das habe ich einfach mit so einem, ja, so einem Messingbürstenaufsatz für einen Akkubohrer gemacht. Mhm. Da, weil in diesen Poren ja immer noch ein bisschen Schlacke und so vom Schweißen ist. Mhm. Und es dann ja, zu Verbindungsfehlern oder Lunkern oder Löchern im Weichlot kommt. Ne? Damit es eine vernünftige Verbindung gibt, habe ich das sauber gemacht. Dann werden wir da gleich extern, sag ich mal, dieses Flussmittel hinzufügen. Das ist einfach ja, so eine Masse. Dieses, wofür ist das genau da? Was macht das? Das ätzt im Prinzip die Oberfläche ein bisschen an, weil wir ja schon versuchen, zwei verschiedene, so gesehen, Materialien zu fügen. Ne? Also es ist ja auf jeden Fall von der, ja, ich würde sagen, von der Güte her und auch von der Festigkeit her. Und man kann schon sagen, dass man das Metall, also das Eisen, so ein bisschen zwingt, dieses Weichlot anzunehmen. Und das wird damit gemacht. Es wird so ein bisschen angeätzt und vorverzinnt. Dann wischen wir das einmal ab. Zum eigentlichen Verzinnen brauchen wir das Material dann nicht mehr. Es ist nur, um erstmal eine Verbindung zu schaffen. Also wie so eine Grundio. Kann man so sagen. Wie ein Primer vielleicht so ein bisschen. Wenn du das eigentliche Zinn direkt drauf drücken würdest, würde nicht gehen. Läuft einfach weg. Geht einfach weg. Ja, okay. Läuft einfach weg. Jetzt gibt es, wie du aber eben schon sagtest, ein paar Varianten. Man kann es auch mit einem Brenner machen. Ich habe da zwei Bleche vorbereitet. Da könnten wir einmal zeigen, wie man einen Brenner verzinnt, wenn ihr das sehen wollt. Wenn wir das zeigen wollen. Ja. Dann ich überlege gerade, wie ich damals an meiner Limo die Seitenteile verzinnt habe. Es gibt auch Weichlot, was, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, was auch wieder Flussmittel so ein bisschen in der Legierung hat. Es kann sein, dass du einfach sowas benutzt hast. Nee, also ich habe definitiv auch eine Paste drauf gemacht wohl. Ich meine, ich habe so damals so einen ganz normalen Propanbrenner genommen, weißt du? So einen kleinen Handbrenner. Klar, geht auch, habe ich jetzt hier aber gar nicht. Ja, ist so von der Arbeitssicherheit hier nicht abgenommen. Ja. Das war bei mir zum Glück egal. Deswegen gibt es solche Gerätschaften hier gar nicht, mache ich aber privat oder haben wir ja auch in anderen Videos gesehen. Geht's genauso. Und so eine Stange Zinn wiegt natürlich ein paar Gramm, ich glaube ein halbes Kilo, ne? Ist das, glaube ich? Ja, kannst du besser schätzen als ich. Also es ist schon. Ich meine immer, das waren 500 Gramm immer. Und ich glaube, eigentlich darf ich es gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe bei mir an der Limo auf jedes Seitenteil 20 Stangen draufgehauen. So, die sind natürlich danach wieder zur Hälfte runtergeschliffen, ne? Weil das war natürlich dann so ein Berg da drauf. Ne? Aber es hält bis heute, ist nicht eingefallen und so weiter. Ne? Aber 5-6 Stangen sind bestimmt drauf. Genau, also da könnte man mit Carbon an den Seitenteilen auf jeden Fall nochmal was rausholen. So, aber ja, wir gucken mal, wie viel hier drauf geht. Genau. Wobei hier ist es natürlich jetzt auch, wenn du natürlich die Tür gerade liegen hast, ne? Kannst ist ja das Paradebeispiel. Genau, also kannst natürlich auch. Hochkant verzinnen ist ein bisschen spaßiger. Genau. Auto auf der Seite legen geht halt nicht, ne? Deswegen, oder nur schlecht. Stimmt schon. Ja, dann starten wir. Das heißt, an heutigen Alu-Karossen kann sowas gar nicht mehr gemacht werden. Deswegen tauschen die wahrscheinlich auch Teile an. Also es gibt Verfahren, wie man, meine ich, das Zinn, also in dem Moment, wo es flüssig ist, mit einer Edelstahlbürste in das Alu einbürsten kann. Habe ich aber auch nur mal so gehört, gelesen, ob das wirklich funktioniert, nie ausprobiert. Aber ich glaube, normalerweise wird da gespachtelt, ne? Ja, grundsätzlich ist natürlich auch Alu wieder viel schwerer in Stand zu setzen und so weiter. Ne? Habe ich nie probiert, soll aber auch irgendwie möglich sein. Ja, dann. Ich habe jetzt einfach mal versucht, also das sind einfach jetzt nur zwei Bleche, so eine Sicke einfach mal nachgebildet. Das ist ja wie in der Berufsschule hier, ne? Ja, würde noch die Prüfungsnummer eingestanden sein, hier noch ins Blech. Es stand ja in den Kommentaren auch zu Recht, wir machen das jetzt hier außen alles schön, das Problem ist aber, das Flussmittel fließt natürlich rein. Ne? Und ätzt auch da hinten und ist da hinten auch eine schöne Rostquelle, kann man schon wirklich leider so sagen. Deswegen ist so Sicken zuziehen immer so eine Sache, entweder verschließt man es erst mit einer Schweißnaht, oder muss das halt hinterher penibel hinten aufmachen, auswaschen, das muss wirklich dann wieder raus, auch das Zeug. Das ist in unserem Fall egal, durch die Entlackung geht da das wieder raus, sag ich mal. Und wenn wir die Schweißnaht hier jetzt nicht durchgeschweißt hätten, sondern hätten es nur alle paar Zentimeter gepunktet, dann wäre es ja definitiv noch weiter reingelaufen. Genau, es läuft dann schön in unseren Absatz rein und so weiter. Weil ich würde jetzt ja mal behaupten, so wie du es durchgeschweißt hast oder durchgepunktet hast nach und nach, kann da ja eigentlich nichts mehr durchlaufen. Ja, ne? Zumindest wenig, vielleicht nur in irgendwelchen kleinen Räumen. Aber so, hier ist es jetzt gerade natürlich dann schön perfekt reingelaufen. Ja, klar. Das war jetzt nur, um mal zu zeigen, wie man auch mit dem Brenner gleich verzinnen kann. Ne? Dann ja, ich hatte nur gerade kurz ein bisschen Angst, dass meine Seitenteile von innen schon Blumenkohl sind. Irgendwann fällt der Zinn dann ab. Nee, da ist alles gut. Da ist auch ehrlich gesagt so viel Wachs in die Seitenteile, in die Holme und überall gewandert, dass die nächsten, also die ersten drei Jahre, jedes Mal, wenn das Auto am See, am Wörthersee stand, hat man immer wieder so an den Schwellerkanten so ein bisschen gesehen, wie wieder ein bisschen Wachs wieder flüssig wurde und rausgekommen ist.
So. Jetzt ist natürlich auch das ein einfaches Beispiel, weil das Blech einfach liegt. Mhm. Es ist aber hochkant genauso machbar. Wie geil, so ein Brenner, ne? Erinnert mich ein bisschen immer so an Röhrig. Oder es ist doch so die Traumauspuffflamme, die hinten so aus dem Auspuff kommen muss und auch voll Last, ne? Dann weißt du auf jeden Fall, dass da was los ist. Das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein bisschen verzinnt, ne? Übertrieben gesagt. Ja, ich habe es jetzt nur leider zu früh weggewischt. War mir jetzt auch nicht ganz sicher, wo ich hier das Blech jetzt gerade vorhin ausgegraben habe. Kann auch sein, dass das irgend so ein Edelstahlblech ist. Ja, Edelstahl nicht, aber. So. Ja, aber da sieht man jetzt natürlich schön, wie in unserem Fall, wie wir hier jetzt natürlich noch so ein bisschen Zeug überall drin haben, ne? Das bleibt jetzt in diesem Fall jetzt hier auch drin, weil ich es halt nur mal zeigen wollte. Ne? Aber das ist dann schon nicht so schön und sollte hinterher dann raus. Ne? Da sieht man meine ruhige Hand mal wieder. Zittern. So, und um das jetzt ein bisschen glatt zu kriegen, hier drin ist so ein Honig-Wachs-Gemisch, kann man jetzt so einen benetzten Holzkeil einfach nehmen und das jetzt dann quasi glatt ziehen. Mhm. Problem ist, machst du es zu heiß, läuft es ja weg, machst du es zu kalt, kannst du nicht drücken. Also du musst so ein bisschen den idealen Punkt finden. Ne? Immer so ein bisschen flüssig. Was ich immer so früher an dem Verzinnen so erstaunlich fand, man würde jetzt ja irgendwie, würde so jeder denken, dass wenn das gleich kalt ist, gar nicht so richtig fest ist. Mhm. Als wenn du jetzt so mit dem Schraubenzieher mal drunter pokeln könntest und es geht ab. Aber das ist ja nicht das so. Du kannst ja höchstens so eine Ecke abbrechen, ne? Aber unmöglich den ganzen Fladen da jetzt einfach hochdrücken. Fast wie beim Grillen hier am Wochenende. Und jetzt sieht man hier auf jeden Fall, wie das schon recht gut warm wird alles so, ne? Genau, du machst halt das Umfeld, also klar, man könnte jetzt, hätte jetzt zwischendrin, bei einem wichtigeren Teil hätte ich jetzt zwischendrin schon mal gewartet. Aber es war jetzt in dem Fall egal. Aber das ist halt genau das, was ich sagte, das ist jetzt alles kochend heiß, ne? Und das, wir wollen ja eigentlich Temperatur nur hier haben, ne? Aber hier kann man jetzt nochmal zeigen, also es wird nur da halten, wo wir es auch wollen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Zimt drauf mache, dann kannst du einfach halt wegschieben, ne? Also das hält halt null. Ne? Oh. Jetzt habe ich deine Hose ruiniert. Macht nichts. Hält selbst auf Jeans. Das ist Fake-Zinn hier. Genau, das ist nur zu Kamerazwecken. Ja, schleifen brauchen wir es jetzt ja nicht, ne? Nee, das machen wir ja gleich noch. Das war jetzt nochmal, um zu zeigen, dass es auch mit dem Brenner halt geht. Okay, das ist Variante 1 mit Brenner. Genau, Variante 2 wird jetzt ein bisschen langwieriger, dafür mit einem kälteren Umfeld. Wir werden es jetzt mit dem Kolben machen. Also, es gibt noch so ein bisschen so eine Retro-Variante, die ich mal gelernt habe. Wir haben uns selber hier mal so Kupfersteine einfach gebaut, die wir uns dann immer am Brenner heiß machen. Hat relativ lange so ein Klotz Temperatur, einfach weil es eine schön große Fläche hat. Eignet sich das ganz gut für so große Flächen. Wir werden es jetzt in unserem Fall aber einfach mit einem elektrischen Kolben machen. Genau, das heißt, wir werden jetzt wieder die Paste einmal erst auftragen. Die auch genauso abwischen, also erst genauso wie da und das Zinn auftragen tun wir dann im Kolben. So. Bastelstunde heute.
das Coole ist ja eigentlich auch so am Zinn, dass man damit auch jetzt nicht unbedingt nur gerade Flächen hinbekommt, ne? Sondern auch, ich sag jetzt mal, Ecken gestalten kann, ja. Vertiefungen gestalten kann, Sicken gestalten kann und so weiter. Ein Spaltmaß wieder hinfaken kann. Zum Beispiel und solche Sachen halt. Ja. Ne? Und es dann auch wirklich am Ende hält, ne? Ja. Und nicht jetzt irgendwie so dreimal gegenklopfen, dreimal gegenklopfen und alles ist. Das stimmt. Das Problem ist, dass der Lackschichtendeckenmesser, den der Gutachter dann eventuell fürs Werkgutachten nutzt, nicht jeder Zinn erkennt. Das heißt, ein Gutachter könnte denken, das Auto ist dick gespachtelt, weil der runter misst bis aufs Blech, bis aufs Magnetische quasi. Ne? Es gibt Messer, die das können, aber nicht jeder Gutachter hat sowas natürlich. Nicht, dass der Kunde hinterher denkt, die ganze Kabel ist halt ja, dick gespachtelt, dabei ist halt nur relativ viel verzinnt. So, ne? Das ist immer so ein bisschen. Wie großflächig würdest du jetzt sowas normalerweise verzinnen? Wirklich nur die Naht oder so richtig großflächig, um da richtig eine gerade Fläche reinzukriegen? Ja, genau, das kommt halt darauf an, wie, ich hatte mir das vorher schon mal angeguckt. Also wenn man jetzt hier was drauflegt, dann kann man quasi sehen, wo es ein bisschen durch die Schweißnaht eingefallen ist und wo es dann wieder gut ist. Ne? Also hier oben die Tür ist ja mehr oder weniger unangetastet. Hier unten die Kante steht definitiv auch. Die werden wir nicht verbogen kriegen mit Temperatur. Und es ist ziemlich genau jetzt der Bereich. Tippe ich jetzt mal so. Also wir werden das erstmal verzinnen und dann sehen wir eigentlich beim Schleifen erst, ob es genug war. Quasi. Ah, okay. Blechschonender genau. Ist. Also das ist jetzt hier alles relativ kalt geblieben. Dauert natürlich länger. Ja. Ne? Aber wenn du Rundungen hast oder so, kannst du da ruhig mit dem Brenner vorsichtig drauf. Du gehst ja mit dem Brenner nicht voll aufs Material. Du versuchst ja eher, das nur warm zu machen und dein Lot zum Fließen zu bringen, ne? Nicht die Tür. Nur die Flächen sind beim Bus leider so groß, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in der Mitte im Brenner draufhalten würden, kannst du Trampolin springen da in der Mitte. Ne? Das heißt, die ist sofort bräulich. Ja. Okay. Wie viele Stangen waren das jetzt? Zwei, drei? Zwei. Zwei, ja. Krass. Geht dann immer doch ganz gut was drauf auf die Fläche, ne? Ja, ist eigentlich keine große Fläche, ne? Aber ja, das läppert sich. Wie kriegen wir das jetzt runter? Ja, was jetzt machen wir jetzt? Lassen wir es mal so einen kurzen Moment abkühlen, dann Schleifmaschine grob vorschleifen, schon so ein bisschen Fläche reinbringen. Das ist jetzt in dem Fall elektrisch, Geschwindigkeit regelbar, mit einem relativ großen Schleifteller und klar, die schleifen nur auf dem Bereich, ist aber auch gut so und da werden wir dann jetzt gleich schon mal so ein bisschen, ja, grob abtragen, genau, und dann folgt leider die Handarbeit. Wobei ehrlich gesagt, die Handarbeit mir damals immer am meisten Spaß gemacht, weil da kann man so richtig schön gerade Flächen hinkriegen. Ne? Ja. Fehlt noch ein bisschen Zinn.
Hier oben passt es gut, aber hier unten hätte man einen Zentimeter weiter ziehen müssen. Hier oben sieht das ja schon ganz gut aus, ne? Ja. Unten muss ziehen bis zur Kante. Das heißt, wir müssen jetzt hier erst Paste drauf. Nochmal sauber machen und dann nochmal den Spaß von vorne quasi. Also nicht nochmal alles neu, aber hier unten nochmal eine Kante ranziehen. Auch mal eine Kante ranziehen, ne? Ja. Dann wird das obere auch wieder ein Tucken wahrscheinlich ein bisschen warm werden. Genau. Und dann wieder neu schleifen, ne? Genau. Ja, so ist das beim Zinn. Wird es wenigstens nicht langweilig hier. Tja. So, hier habe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen gereinigt im Prinzip, genau an unserer Kante. Weil durch die Paste ist relativ schnell oxidiert, Luftfeuchtigkeit hier drin und so weiter. Und damit wir hier nicht so viele Blasen haben oder Dreckpartikel drin, habe ich es jetzt noch einmal gereinigt und an der Kante werden wir jetzt wieder ansetzen. Ich hoffe, also die Kante ist stabil genug, ich hoffe, dass wir jetzt von dem vorhandenen nicht zu viel zerstören. Ich hätte einfach gleich ein bisschen weiter zünden sollen. Von daher werde ich das jetzt mit dem Brenner machen, einfach damit es auch ein bisschen schneller geht. Und ich eigentlich keine Bedenken habe, weil die Kante relativ stabil ist. Mhm. Das war hier jetzt flächenmäßig irgendwas zerstören. Also Ziel ist, dass wir das hier oben weitestgehend stehen lassen, was wir bis jetzt ja schon ganz gut gemacht haben. Und das einfach jetzt nach hier auslaufen lassen. Das heißt, das würde ich jetzt mal testen. Wenn das gleich wegläuft, können wir alle ein bisschen lachen und ich mache mit dem Kolben weiter. Aber du musst wieder auf jeden Fall die Paste drauf machen. Genau, sonst verbindet sich wieder nichts. Also im Prinzip das ganze Spiel jetzt einmal wieder von vorne. Jetzt spulen wir einmal so vor. Gut, ich habe es verzinnt. René wird es euch einmal zeigen. Gott sei Dank ist das Zinn da geblieben, wo es das alte da, wo es bleiben sollte. Das neue ist da hingekommen, wo es soll. Jetzt werden wir es wieder einmal schleifen. Dann wird Philipp das ein bisschen hobeln und dann sind wir fertig. Erklär doch mal den Zuschauern. Mit welcher Schleifmethode du die möglichst gute gerade Fläche hiermit hinbekommst. Das sah gerade nicht so aus, als wenn du einfach drauf los, ich sag jetzt mal, schleifst, sondern schon eine Strategie dabei hast. Ja, die hatte ich tatsächlich. Strategie fertig werden. Naja, also wir haben eine Schleifmaschine einfach, die einen relativ großen Aufsatz hat. Ich kann jetzt aber gar nicht im Kopf sagen, wie viele Millimeter das hier sind. Ich würde mal schätzen, irgendwas so bei 150, 160 vielleicht. Genau, dieser Teller ist halt relativ weich, das heißt, hier kann ich schon auch etwas auf das Material aufdrücken. Natürlich bei Zinn so eine Sache, weil es relativ leicht ist, aber ich kann davon schon, ja, ich sag mal, so fast so ein Drittel nutzen, um das Zinn zu schleifen. Ne? Das ist bis zum bestimmten Punkt auch gut so. Man bekommt da schon ganz gut Fläche mit rein. Ist ja selten, dass man so große Flächen verzinnt, am Bus leider etwas mehr. Aber um jetzt den letzten Feinschliff zu machen und das letzte bisschen, was wir jetzt noch zu viel drauf gelassen haben, abzubekommen, werden wir das jetzt hobeln. Da habe ich nochmal so ein bisschen Kontrolle, wo was zu hoch ist, wo eventuell auch zu tief ist. Wobei es für zu tief jetzt fast schon zu spät ist. Nochmal aufs Schleifen zurückzukommen. Mhm. Meine Frage war gerade mehr so, du schleifst ja nicht einfach drauf los, sondern du hast ja schon einen Bewegungsablauf, wenn du schleifst. Also wenn ich die Maschine oft ansetze und immer nur so Stücke mache, dann habe ich natürlich viele kleine Dellen. Ne? Dann sieht das mit Sicherheit aus wie eine Mondlandschaft. Das heißt, ich probiere schon immer auf einer Fläche anzusetzen, die, ja, ich sag mal, die mein Richtwert ist. Und dann versuche ich schon immer relativ weit zu ziehen. Ne? Und auch nicht immer in die gleiche Richtung schleifen, sondern schon genau. Verschiedene. In alle Richtungen, also von links nach rechts, von oben nach unten, um da möglichst an den richtigen Stellen das Zinn dann abzunehmen. Aber da halt die Scheibe keine perfekt gerade Fläche ist, kriegst du es auch nicht perfekt gerade hin und deswegen jetzt hobel. Genau, also wenn ich über die ganze Fläche fahre und da sind Beulen und Dellen drin, dann mache ich die Beulen und Dellen einfach nur tiefer. Mhm. Ne? Und hiermit habe ich jetzt ein bisschen Kontrolle. Das werden wir jetzt mal starten. Mal hobel. Genau, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, man kann das ja einmal so veranschaulichen hier. Wir können ja mal so ein Stück machen. Ich hoffe, man sieht das jetzt zum Beispiel hier und hier. Da, wo der Hobel jetzt nicht getragen hat,
sind quasi zwei Dellen. Das werden wir jetzt gleich noch abgetragen kriegen. Man soll natürlich auch die Kirche im Dorf lassen, der Lackierer muss ja auch noch existieren. Mhm. Der will ja auch noch sein Geld verdienen, aber wenn ich eh dabei bin, kann ich es ja auch, sag ich mal. Aber man sieht immerhin schon, selbst mit zwei da mal rüberziehen, schon ein richtiges Traktbild. Mhm. So, ne? Genau, also da geht auch schon ganz gut was runter. Da muss ich an den richtigen Stellen genug abtragen oder nicht zu viel abtragen, sonst ist da sonst ist weg. Ne? Ist natürlich für gerade Flächen so ein Hobel perfekt, ne? Mhm. Wenn es jetzt irgendwie zu, ich sag jetzt mal, konkav wird, wird das natürlich schwierig, dazu hobeln. Also beim Busdach, sag ich mal, ist der jetzt jetzt ist er konvex gestellt, ne? Ich kann den auch konkav stellen. Dann könnte ich mir den jetzt an die Bus Außenhaut anpassen, sage ich mal, in die Busdach-Außenhaut und so hobeln. Aber alles natürlich nur bis zum bestimmten Punkt, weil ich ja in eine andere Richtung auch muss. Mhm. Ja. Dann würde ich starten. Du trägst die Verantwortung, ich hobel. Ab geht der Hobel. Muss mal gucken, ob das hier so hält. Wenn nicht, muss René nochmal einen Fuß drauflegen. Man das nochmal ganz gut. Kannst du das sehen, René? Wenn nicht von hier nochmal. Dass zum Beispiel jetzt hier zu tief ist. Dass der Hobel natürlich aber auch schon anfängt, auf der Blechaußenhaut zu tragen. Ne? Also wir können jetzt hier auch nicht mehr unendlich viel wegnehmen. Man hat da jetzt auch so ein bisschen Luft. Ja, wir können das nochmal kontrollieren. Ne? Aber den Rest macht dann halt Spritspachtel. Füller, wie auch immer. Ne? Aber das zeigt auch wieder, dass dass der Zinn dann doch recht weich ist, ne? Genau. Dass du den relativ einfach da runtergehobelt kriegst. Ja. Ne? Also da kannst du jetzt schon mal im Schraubenzieher richtig tiefe Krater reindrücken. Ne? Okay. Das heißt, an dieser Stelle, ich hobeln das jetzt zu Ende. Und dann schleife ich das noch einmal wieder über, ganz dezent, nur um die Hobelriefen wieder rauszubekommen. Mhm. Dann einmal mit dem Exzenter abziehen, also mit diesem Schwabbel, sag ich mal. Und dann kommt da ein bisschen Sprühöl drauf, damit die Tür nicht rostet, weil die wird jetzt ja erstmal dann wieder ins Lager gehen. Kommen wir später noch zu. Okay, cool. Das zeigen wir euch jetzt natürlich noch. Ich sag schon mal Tschüss. Als nächstes geht es weiter in Süddeutschland. Mhm. Wir haben auf dem Plan, die Karosse beim KTL zu besuchen. Ne? Genau. Also ich habe es geschafft, dass der Samba, den wir jetzt euch schon gezeigt hatten in den anderen Teilen, dass der jetzt zum Beschichten bereits transportiert wurde und wir den in KW 18, 17, irgendwie sowas, ich weiß nicht genau, wann ihr das ausstrahlt, dass wir dabei sein dürfen im Prinzip. Entlackt ist er ja schon, aber wir gemeinsam werden den nochmal nach entrosten von der Luftfeuchtigkeit hier, über die wir sprachen und so weiter. Und werden den dann gemeinsam dort KTL beschichten. Das heißt, er geht da richtig in so ein Bad rein? Ja, ich glaube mehrere Bäder, also so 3, 4. Ich kann es auch nicht genau sagen, ob er so Straßen hat oder ob er das Auto wird irgendwie an einem Kran. Warst du schon mal da? Nee, ich war selber noch nicht da. Ich weiß aber, dass uns einige coole Sachen da vor Ort erwarten für die interessierten Leute, auch außerhalb von KTL-Beschichtung. Ja, ich freue mich drauf. Wird natürlich wieder ein Ritt. Definitiv. Aber ich denke, wird geil, ne? Ja, ist leider einmal nach Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.